Ich habe vor etwas längerem Besuch gehabt. Da hat sich jemand eine Dose Finish von mir abgeholt und der hat mir, glaube ich, den Tipp gegeben mit den Schleifpfeilen. Dafür brauchen wir ein bisschen was. Wir werden noch was Kleines bauen, aber wir brauchen nicht viel. Ich werde in dem Fall, werde ich hier Klettschleifband benutzen. Das habe ich sonst für meinen Trommelschleifer, den ich selbst gebaut habe, benutzt. Und wir brauchen noch Hakenband. Das Hakenband haben wir der Kammer des Schreckens. Jetzt hole ich mir einfach ein paar Multiplex-Abfallstücke. So, als nächstes müssen wir hier dieses Hakenband auf die Holzstreifen auch festmachen. Alter, ja, warum gehen die Scheißen da ab schon wieder? Schon so lang das Ding ist, ich doch. Nummer 1, Nummer 2. So, jetzt kann ich einfach hier an der Seite vorbeischneiden. So, ihr konntet jetzt sehen, wie man das relativ einfach hinbekommt. Ich habe das einfach draufgeklebt und dann zugeschnitten. Und das werde ich jetzt noch auf den anderen Seiten machen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Fläche, wo ihr ein bisschen mehr Schleifband draufpatschen könnt. Ich habe mir von diesen Rollen, die bekommt ihr meterweise, habe ich jetzt einfach Streifen abgeschnitten. Das sind auch Rollen mit Klettbanden dran und die kann man jetzt ganz einfach hier dran patschen. Ich habe jetzt zwei Körnungen, 80 und 180, und die sind ideal, wenn ihr mal irgendwie auf eine Baustelle fährt und habt vielleicht eine Kleinigkeit, wo ihr mal die Ecke schleifen müsst. Die sind ziemlich praktisch. Könnt ihr ganz einfach mal eine Kante schleifen. Normalerweise hole ich mir, wenn ich irgendwie auf einer Baustelle oder mal im VW-Bus, als ich da was gemacht habe, habe ich mir immer hier diese runden Schleifscheiben geholt und habe die super gerne benutzt, um die Kanten zu schleifen. Aber da müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen, wenn da eine Längskante ist. Dann ist die richtig scharf und wenn dann hier diese Löcher übereinstimmen und ihr das in der Hand habt, könnt ihr euch da schnell mal die Hand aufschneiden. Und für solche Arbeiten würde ich dann wirklich sogar hier dieses Teil hier benutzen. Das ist sowas wie ein Schleifklotz, der meiner Werkstatt abhanden gekommen ist. Und könnt damit einfach super entspannt was schleifen. Ihr könntet das hier dann auch noch abmachen und dann irgendwie um eine Rundung schleifen. Also super praktisch, soll in keiner Werkzeugkiste fehlen. Das soll es dann für die heutige Folge Tipps gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob du die Teile hier schon kennst. Ich habe sie mal in der Schule vor Jahren bei meinem Werkenlehrer gesehen. Der hatte die Teile, glaube ich, auch schon. Vor allem, wenn die ein paar Jahre alt sind, dann haben die auch so eine richtig schöne Patina und dann macht es noch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du die Teile jetzt nachbauen möchtest und ob du sowas schon in Verwendung hast. Würde mich nämlich mal interessieren. Ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende und sag bis am Dienstag, bis zum nächsten Video. Goodbye. Ciao, ciao.